Hühnerviecher, grüß dich, Winter, Winter, Winter. Grüß dich, Franz. Du, das mag ich nicht, dass deine Hühnerviecher da mir alles voll drin machen. Ist schon recht, ich sag's dir, wenn ich Zeit hab. Tschüss. Ja, tschüss. Schleich dich, tun schon ein paar Führer da. Ist Geschichte recht. Hör auf Zeit. Schon wieder. Jesus, Diana. Sag's, was ist? Mag er nicht mehr. Na, du Maria. Sag deinem Bruder, er soll meine Hähne in Ruhe lassen. Ist ja wieder recht grantig. Kennst du ihn anders? Na. Was redest du mit dem? Der versteht doch hinten und vorne nichts. Ein Kälbermast, das hat er mir eingelassen. Jetzt ich habe früher Mais angebaut. Hochstammerbsen muss er anbauen. Der Biotep, der Neumodische. Jetzt regt ihn jetzt schon wieder auf in aller Frühe. Na, bis! Was willst du denn jetzt Mittagessen? Reraku. Ja. Reraku? Was soll denn das hernehmen? Ja, warum fragst du so blöd? Wie wär's mit Wollwürst mit Kartoffelsalat? Wollwürst mit Kartoffelsalat, die haben wir vorige Woche erst gehabt. Ja, was soll ich dann machen? Wurst. Was für eine Wurst? Es ist mir Wurst! Lass mir mal Ruhe! Das magst du wieder selber nicht, gell? Nie mag ich schon, aber du gehst mir auf die Nerven. Ach, rutsch mal einen Buckel runter. Und geh nicht wieder auf den Berg mit deinem hohen Blutdruck, hat der Doktor gesagt. Ihr kennt's mir alle miteinander. Kreuzweiß! Guten Morgen, Karin. Morgen, Paps. Was für ein wunderschöner Tag. Ja, schöner Tag. So früh schon am Pool? Warum nicht? Ja, ja. Warum nicht? Du, Papst, hast du heute schon was vor? Ja, eigentlich nicht, aber... Ah, prima. Dann sei doch so nett und mähe den Rasen. Dann hol ich die Verena vom Flughafen ab. Ja, wie wär's denn, wenn ich die Verena vom Flughafen abhole und du mähst den Rasen? Danke, Papst. Und wenn die Frau Weinfurtner kommt, dann gibst dir bitte das Paket. Und am Vormittag bleibst du daheim, weil da erwarte ich einen Nachnamen. Ach so, ja. Hm? Danke. Bitte. Ja, und schau auf dich und mähne gerade in der Mittagssitze. Wir brauchen dich nämlich noch ein bisschen. Ciao. Zum Rasenmähen. Thank you.
Fuck. So, einmal Schinken, einmal Kaffee. Grüß Gott. Guten Tag. Bitte. Was zum Trinken? Ja, eine Weißweinschorle, bitte. Jawohl. Einmal Weißweinschorle. Ja, danke. Zum Wohl. Sagen Sie, dieses Zigeunerschnitzel, ist das vom Kalb? Meinen Sie vom Zigeuner? Nein, es hätte ja auch vom Schwein sein können. Dann hätte da stehen Schweineschnitzel, Zigeunerart. Ah ja, ah ja, dann bringen Sie mir bitte dieses Schnitzel. Jawohl. Ein Weißbier und zwei Weißwürste. Ist für euch. Und Kaffee. Ja. So. Guten Appetit. Das habe ich nicht bestellt. Ja, sitzen Sie jetzt da. Wieso? Ja, gerade haben Sie da drüben das Zigeunerschnitzel bestellt. Ich sitze von Anfang an da und hab Weißwürst bestellt und das Weißbier. Bitte schön. Also sowas. Da drüben sitzt einer Doppelgänger. Mit einer Brille. Wo? Ja, da gehört dem das Schnitzel. Guten Appetit. Danke. Ja, was sehen Sie mich denn so an? Ist irgendetwas? Haben Sie einen Zwillingsbruder? Nein, wieso? Ja, weil da drüben einer Double sitzt. Haargenau wie sie schaut aus. Wo? Ja, da. Das darf doch nicht wahr sein. Gestatten, Herzog, Walter Herzog, Leitner Franz, wenn es erlaubt ist. Ja, das gibt's doch nicht. Sehr zum Wohl. Prost. Oh, der ist gut. Haben Sie Verwandte, die Herzog Nein. heißen? Ja, und ich kenne die Leitner heißen. Wo leben Sie? Greit. Und Sie? Ich in Tegernsee. Mhm. Stört Sie dann auch? Aber nein. Na, na, muss er nicht sein. Ne? Danke. Darf man fragen, was Sie beruflich machen? Ich? Nichts mehr. Ich war ein Bauer. Wissen Sie, meine Schwester versorgt mich. Kinder habe ich keine. Darum habe ich meine Sachen auf Leibrente verkauft an so einen Ökotepp, an so einen neumodischen. Sie, der ärgert mich von in der Früh bis auf die Nacht. Ja, ja. Ich hatte eine Fabrik für Heizungstechnik. Angefangen habe ich gleich nach dem Krieg als Installateur. Und zuletzt habe ich den Betrieb umgestellt auf moderne Technologie. Solarzellen. Ah. Ja, und jetzt führt den Betrieb mein Sohn. Weißt du dann? Prost. Sehr zum Wohl. Natürlich war das heute eine Flucht. Meine Schwiegertochter ist eine egoistische Person und stinkfaul dazu. Leider habe ich ihr immer nachgegeben. Da bin ich anders. Ich lasse mir nichts gefallen, aber schon gar nichts. Ja,
Ich habe Angst vor dem Alleinsein. Drum lebe ich mit Ihnen in einem Haus. Naja, ich verstehe dich schon, Walter. Aber Schneid darfst du nicht abkaufen lassen. Von den Jungen, sonst tanzen sie auf der Nase rum. Du hast vollkommen recht, Franz. Deswegen bin ich ja heute hier aufgefahren. Gerade extra, damit sich meine Schwiegertochter recht ärgert. Die müssen einmal bei mir sein. Hätte ich nichts zum Lachen. Das darfst du mir glauben. Wollen wir tauschen? Ha? Du fährst als Walter Herzog nach Tegernsee? Und du als Leitner Franz im Meierstrang-Heisland nach Greit? Ja. Das war der Gaudi. Da darf meine Schwester schauen. Du, ich meine das im Ernst. Ja, aber Gaudi war's trotzdem. Meinst du? Sollen wir? Schreib auf. Wein mag ich gar nicht. Shampoos schon eher. Aber eigentlich bin ich ein Biertrinker, verstehst du? Bier? Mag ich gar nicht, aber wenn es sein muss. Naja, den einen Tag, wo wir tauschen, wirst du das schon aushalten. Und Pfeifen nicht vergessen, gell? Achso, ja. Naja, kannst du ja kalt rauchen. Das gewinnst schon. Naja. Jetzt pass auf, jetzt schreibe mal auf, was meine Leibspeisen sind und was ich nicht mag. Also Rinderbraten mag ich. Rinderbraten. Schweinsbraten ist mein lieber. Schweinsbraten, ja. Den mag ich nicht. Mensch, Franz, du musst ja mit dem Auto vorfahren. Wieso? Ach so, ja. Kannst du Auto fahren? Ja, schon. Aha. Naja, ich hab ja Vollkasko. Ja, kannst du überhaupt Radl fahren? Mhm, selbstredend. Und hier ist mein Hausschlüssel. Das ist ein Zentralschlüssel, sperrt alle Türen. Mhm. Ja. Alle Türen. Und mein Schlüssel liegt unterm Stein, gleich rechts neben der Tür. Ah ja, das ist der sicherste Platz, gell? Ja, bei uns schon. Wie gesagt, sofort im Schlafzimmer verschwinden, da kann nichts passieren. Die Schuhe. Mein Hut. Also morgen, Punkt 2 wieder da, Franz. Ja, ist recht, Walter. Ja. Halt, halt, die Brille. Ach so, ist recht. Die setze ich später auf. Nicht vergessen. Also. Licht! Licht! Wenn das bloß gut geht. Nein, ist schon egal. Radl ist mein Lieber. Stimmt. Was? Also, erstens Brille. Okay. Aha.
Das ist die schwarze Katze. Die heißt Cleopatra, hörst du? Ja, brave Katze. Eine brave Kätzchen. Ja, fein. Ja, das ist die Küche. Und jetzt rechts, geradeaus, das muss ein Schlafzimmer sein. Ja, da bin ich verkehrt. Paps, wo kommst du denn her? Ich komme von einem Ausfluge, komme ich vom Wahlberg. Bist du vielleicht betrunken? Ich? Also das sind ja ganz neue Sachen. Erst mähst du den Rasen nicht und dann kommst du mitten in der Nacht vom Wahlberg. Was geht denn das euch an? Ich komm, wann ich komme, und wenn ich den Rasen nicht mähen will, dann mähe ich ihn nicht. Hörst mich? Und wenn ich ins Bett gehen will, dann gehe ich ins Bett. Aber ein sauberes Mädel bist du schon. Respekt. Mit Holz vor der Hütte. Blitzsauber. Ich gratuliere, wenn du mein Sohn bist. Gute Nacht. Morgen früh muss er zum Psychiater, zu Dr. Adler. Geh. Okay. Und wenn das nichts hilft, müssen wir ihn unter Kuratel stellen. Meinen Vater, spinnst du? Hast du nicht gesehen, wie der mich angeschaut hat? Doch. Ja, du bist ein braver Hund. Jetzt ist ja gut, sei ruhig. Herrschaft, wie heißt denn der Hund? Der Hund heißt... Bello, 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 guter Hund, ja. Ach, das ist der Erste, dem ich nichts vormachen kann. So, und jetzt rechts hinter dem Stein. Tatsächlich. Natürlich bin ich der Franz. Ich bin der Franz, ja. Oh ja. Bist wieder mal besoffen, gell? Ja. Nein. Entschuldigen Sie. Du. Gute Nacht. Eieieiei. Es geht ja gut an. Schmeckt's dir halt nicht? Doch, doch. Aber Sie können, ich meine, du kannst abräumen. Gestern ist spät geworden, gell? Ja, wirklich? Ja. Warum bist du nachher heute? Ist nur 10 aus den Federn. Ausgerechnet du. Ich hab halt verschlafen, das kann ja mal vorkommen, oder? Von mir schlaft bis um 12, aber ich möchte nie mehr aushören, wenn ich am Sonntag länger liegen bleibe. Selbstverständlich, ich werde das respektieren. Und Rumpel fährt immer mitten in der Nacht so von mir kommen, gell? Natürlich nicht, das ist ja auch sehr peinlich.
Was redst du denn heute so geschwind daher? Ich? Ach, das kommt in. Mein, das tut dir nur so vorgemacht. Bist du krank? Ich? Warum? Weil du der Pfeife nicht rauchst. Ach so, ja, ja. Später. Entschuldigen Sie mich. Pardon, entschuldige bitte. Entschuldigung, kann ich behilflich sein? Hä? Kann ich helfen? Ja, Freile. Was ist mit dem halt los? Der ist wie ausgewechselt. Aha. Noblich. Das muss man sagen. Wirklich noblich. Ja. Morgen, Papst. Guten Morgen. Fällt da was? Mein Morgenkuss. Ach so, ja. Sag mal, du bist ja schon fertig angezogen, hast wieder dasselbe an wie gestern, also sowas. Ja, warum nicht? Tja, wenn du meinst. Ja, ich meine. Komisch, was hat er denn? Yes. Guten Morgen. Guten Morgen. Schon angezogen? Und? Heute nicht? Was? Na, Tischdecken. Was? Das lässt du dir doch sonst nie nehmen. Ach so, ja. Nein, heute mag ich nicht. Morgen. Ja, nur nicht. Morgen, Opa. Guten Morgen. Geht's dir? Gut, schon ist das. Ja, du auch. Nur ein Busse. Verena, das reicht jetzt. Opa, noch nichts fürs Frühstück gedeckt? Nein, ich mag nicht. Also los, Papa, jetzt deck schon den Tisch. Ja, komm. Wir wollen jetzt endlich frühstücken. Nein, ich mag nicht, habe ich gesagt. Und wenn ich nicht mag, dann mag ich nicht. Jetzt haben wir es gleich. Tja, was? Dass du grantiges Mannsbild einfach hergehst und mir den Traktor reparierst. Ja, ganz einfach. Gelernt ist gelernt. Sag mal, ist der Franz wirklich, ich meine, bin ich wirklich so schlimm? Na, mei. Also, seit heute hast du dich schwer gebessert. Was ist denn das? Pflaumenmus. Mag ich nicht. Was gibt's denn sonst noch? Schinken, Käse, Eier, Konfitüre. Hab's keine gescheite Marmelade. Marmelade? Opa, du bist heute so schweigsam. Soll ich dir was von Amerika erzählen? Ja, also, auf geht's. Aber was Neues. Nicht, dass man was erzählst, was ich schon kenn. Ich bin auch gestern erst gekommen. Wie sollst du meine Geschichten schon kennen? Ach so, ja. Ja, ich hab grad gemeint. Der Opa ist heute ein bisschen durcheinander. Außerdem sprichst du so, so entsetzlich bayerisch. Wie soll ich denn sonst reden? Wie sprichst du denn mit deinem Schwiegervater, hä? Jetzt hör aber auf! Schnappisch, komm, Muxer! Sonst wär Granti. Ja, Papa. So kennst du das. Franz? Hey, Franz, bist du taub? Franz, deine Schwester. Hey. Deine Schwester. So, ja. Ja, bitte? Ich brauch gleich dein Hemd zum Waschen. Gleich. Aha. Natürlich. Heute Nachmittag, ja? Was? Erst heute Nachmittag? Gleich, hab ich gesagt. Liebe Maria, heute Nachmittag, tu mir den Gefallen, sei so lieb, ja? Ja, wenn's du meinst. Ja, also fertig. Bitte anlassen. Meine Brille. Ach so, ja. Hier. Danke. Super. Und gestern hast du mir nicht einmal für meinen Gruß gedankt. Tja, gestern war gestern und heute ist heute. An einem Tag kann viel passieren.
Geht's dir gut, Paps? Mir? Sau gut. Warum? Ja, ich meine nur, irgendwie mache ich mir Sorgen um dich. Brauch's nicht. Aber der Rasen hinterm Haus muss gemäht werden. Wieso denn? Den wolltest doch eigentlich du mähen. Wer? Versteh mich richtig, aber gestern Abend ist es ein bisschen spät geworden. Da habe ich es nicht mehr geschafft. Und jetzt habe ich meinen Termin um 11 Uhr bei der Kosmetikerin. Aber vielleicht könntest du heute... Aber schon gewiss nicht. Und wenn ich dich ganz lieb darum bitte, Paps... Ich bin ja nicht euer Bummerl. Na, sag ich. Wie bitte? Na, sag ich. Wenn ich einen Rasen mähen will, dann mähen. Lass ihn doch deinen Sohn, ich mein, lass ihn doch meinen Sohn mähen oder lass ihn doch einen Kummer, der das macht. Ich will jetzt meine Ruhe. Seit wann trinkst du denn Bier und wie redest du denn überhaupt mit mir? So kenn ich dich ja gar nicht. Ja, wirst mich schon noch kennenlernen. Fertig, gut. Ja. Richie, mach sofort einen Termin bei Dr. Adler. Dein Vater ist wie ausgewechselt. Was soll denn heute zum Mittag machen, Franz? Franz, hörst nicht. Ach so, ja, mein Gott, irgendwas. Wollwürst kannst du machen, aber du magst du nicht. Wollwürst? Mit Kartoffelsalat? Mein Gott, wie lange habe ich die schon nicht mehr gegessen? Erst letzte Woche. So lange ist das schon wieder her. Gut, dann mache ich es halt. Ja, fein. Ja. Ja, jetzt wird es langsam Zeit. Keine Wollwürst. Schaut. Aber was sein muss, das muss sein. So, jetzt lass mich durch. So, fein. So, alles. Ja, 11:45. Seitwärts, Cleopatra. So. Jetzt. Ja. Dich, die ich gern mitnehmen, gell? Aber sonst niemand. Herrschaftszeiten, das war vielleicht der Kadi. Du hättest deine Schwiegertochter. Du hättest deine Schwiegertochter sehen sollen, wie die geschaut hat, wie ich auf einmal im Schlafzimmer drin gestanden bin. Und einmal mit dir so zugehört, dass das ganze Haus gewackelt hat. Aber du darfst jetzt nicht schwach werden, Walter, wenn du heimkommst. Lass dich von der Karin bloß nicht mehr schikanieren. Nein, nein, bestimmt nicht, Franz. Sonst komm ich wieder.
Übrigens, was ich dir noch sagen wollte, der Ernst hat mir das ganz genau vorgerechnet. Das läuft sehr gut mit seiner alternativen Landwirtschaft. So, ja, er hat sich schon einen großen Kundenstamm aufgebaut. Das ist halt was Neues, ab Hof vermarkten, aber das ist kein schlechter Weg. Meinst? Mhm. Ja, wenn's das du meinst. Mir hat es gut bei dir gefallen, Franz. Ja, dann mach halt einmal Urlaub bei uns, Walter. Freilich, damit sich überhaupt niemand mehr auskennt. Also nachher, mach's das gut. Du auch. Und sei halt ein bisschen netter zu Maria und dem Ernst. Ja. Und du halt die Ohren steif. Ja, ich werd's probieren. Grüß dich. Was tut es mit dem Flieger? Lass vor. Was ich dir alles so rausnehme, die junge Kerl heutzutage. Nichts am Klamm. Hallo. Zach? Ja, ja. Wo ist denn dem Flieger her? Gehört mein Papa. Aber ich flieg viel besser. Er stürzt immer ab. Ah, was? Mit einem Krach macht das Ding. Ja, hat ganz schön Power, wa? Was? Ah, was? Und gefährlich ist das Ding doch auch. Nee, wenn man's kann. Dann du meinst, du kannst das? Ja, klar. Ich hab direkt Angst gehabt. Warum? Na, vom Krieg her noch. Wieso? Ja, das begreifst du freilich nicht. Hast denn du keine Schule nicht? Wie bitte? Musst du nicht in die Schule gehen? Nee, sind doch Ferien.
Was machst du denn eigentlich? Zick's doch. Ja, aber auch Forellen oder Barsche? Beißen beide nicht. Nee? Wenn Regen käme, vielleicht. Und warum sitzt du dann hier? Ich such was. Hier? Mit der Angel? Was suchst du denn? Meine Ruhe. Hey, du vertreibst mir ja den ganzen Fisch. Ich denke, sie beißen sowieso nicht an. Vielleicht überlegt sich's einmal einer. Im Leben weiß man das nie so genau. Wie lange sitzt du denn schon hier? Seit 6 Uhr. Das sind ja fast 3, 4, 5 Stunden. Mhm, leicht. Hast du auch Ferien? Immer. Mein Opa auch. Na, also 6. Aber so alt wie der bist du doch noch gar nicht. Alt genug? Moment. So ein Luder. Frisst man den besten Wurm weg und haut wieder ab. Ich habe nur noch 2 Wochen Ferien. Und? Hast du trotzdem nichts zu tun? Einkaufen fahren soll ich. Ja und? Keine Lust? Nee. Ja, ja. Ferien hat man nicht. Die macht man. Ich hab's schon seit 20 Jahren. Bist du krank? Schau so aus. Nö. Aber der Mensch muss doch was tun. Ich tue ja was. Siehst doch. Ja. Arbeiten, meine ich. Ja, muss man das wirklich? Na, wovon lebst du denn? Leben? Och, Leben ist nicht teuer. Leben tut man immer. Leben tut man einfach so. Außer man ist tot. Mein Papa sagt, das Leben ist furchtbar teuer. Nein, das Geld ausgeben. Das Geld ausgeben ist teuer, aber Leben. Ja, aber ohne Geld kriegt man noch nichts. Nicht mal ein Sahnebonbon. Ja, Sahnebonbon nicht. Aber Gummibärle. Ohne Geld? Ja, so lang nicht in meine Taschen. Dann steck mir auch eins im Mund. Danke. Abends rauche ich Pfeife, aber untertags. Was ist denn dein Vater? Der ist unterwegs. Nein, ich meine, was macht er? Verkauft Büromaschinen. Macht's ja hier Ferien. Ja, aber eigentlich soll ich ja die Fahrräder putzen. Dreck ist gut gegen Rost. Ja, Mama wird meckern. Wegen Einkaufen. Und wegen dem Dreck. Ach, lass sie. Weiber meckern so und so. Wo ist denn da der Unterschied? Ja. Ach ja, Weiber sind schon recht, weißt du. Wenn der Mensch alleine ist. Macht auch verdammt viel Spaß. Da wirst du noch dahinter kommen später. Spaß? Ja, verdammt viel Spaß. Mein lieber Freund, da könnte ich. Es war ja nicht immer so. Am Ende soll der Mensch immer nur das tun, wozu er Lust hat. Das begreifen sie nicht. Wollen immer, dass man das macht, wozu sie Lust haben. Einkaufen fahren. Genau. Und abends pünktlich zu Hause sein. Hast du ein Zuhause? Doch, da oben im Schrebergarten. Und eine Frau? Ja, ab und zu. Na, meistens nicht mehr jetzt. Ja, wird dir da nicht langweilig? Mir? Nie. Ich hab ja jemand bei mir. Wen denn? Mich. Willst du noch eine Gummibärle? Aber nur eins, ich hab nur noch 3. Mein Papa hat nie Gummibärchen in der Tasche. Ja, weißt du, das beult die Anzüge aus. Gibt's hier viele Fische? Ach ja, voriges Jahr sind fast alle verreckt, hat dann ein paar Kanister Rohöl reingekippt. Und dann sind sie zu Hunderten rumgeschwommen mit den weißen Beichen nach oben. Können ja nichts dafür, die armen Viecher.
Du bringst sie doch auch um. Ich? Ja. Bei mir weiß doch sowieso keiner mehr an. Ja, aber wenn mal einer anbeißt. Ja, wenn, dann ist das ganz was anderes. Dann ist es Sport, so wie der Fliegerei. Ja, aber ich bring keine Fische um. Ich muss jetzt los. Ich hab noch ein Butterbrot dabei, wenn du willst. Danke, ist ganz nett von dir. Aber meine Mama erzählt's meinem Papa und der haut mir die Hucke voll. Du kennst ja meinen Papa nicht. Den kenne ich freilich nicht. Na gut, fang was Schönes. Tschüss. Ja, ja, wenn's wieder mal regnet, dann fange ich schon was. Kommst du heute Nachmittag noch mal vorbei? Nee, tschüss. Kannst du das Flugzeug noch einmal fliegen lassen? Nee. Sehen Sie mich denn so an? Ist es irgendetwas? Haben Sie einen Zwillingsbruder? Nein, wieso? Ja, weil da drüben einer Duple sitzt. Haargenau wie Sie schaut er aus. Wo? Ja, da. Leitner Franz, wenn es erlaubt ist. Ja, das gibt's doch nicht. Sehr zum Wohl. Prost. Oh, der ist gut. Haben Sie Verwandte, die Herzog heißen?
Ja, und ich kenne die Leitner heißen. Wo leben Sie? Kreit. Und Sie? Ich, in Tegernsee. Scherz ist er auch? Aber nein. Na, na, muss er nicht sein. Ne? Danke. Darf man fragen, was Sie beruflich machen? Ich? Nichts mehr. Ich war ein Bauer. Wissen Sie, meine Schwester versorgt mich. Kinder habe ich keine. Darum habe ich meine Sachen auf Leibrente verkauft an so einen Ökotepp, an so einen neumodischen. Sie, der ärgert mich von in der Früh bis auf die Nacht. Ja, ja. Ich hatte eine Fabrik für Heizungstechnik. Angefangen habe ich gleich nach dem Krieg als Installateur. Und zuletzt habe ich den Betrieb umgestellt auf moderne Technologie. Solarzellen. Ah. Ja, und jetzt führt den Betrieb mein Sohn. Also dann, Prost. Sehr zum Wohl. Natürlich war das heute eine Flucht. Meine Schwiegertochter ist eine egoistische Person und stinkfaul dazu. Leider habe ich immer nachgegeben. Da bin ich anders. Ich lasse mir nichts gefallen, aber schon gar nichts. Ja, ich habe Angst vor dem Alleinsein. Drum lebe ich mit ihm in einem Haus. Naja, ich verstehe dich schon, Walter. Aber Schneid darfst du nicht abkaufen lassen von den Jungen, sonst tanzen sie auf der Nase rum. Du hast vollkommen recht, Franz. Deswegen bin ich ja heute hier aufgefahren. Gerade extra, damit sie... Doktor gesagt! Ihr kennt mich alle miteinander. Kreuzweis! Hallo, Herr Spur! Guten Morgen, Karin. Morgen, Paps. Was für ein wunderschöner Tag. Ja, schöner Tag. So früh schon am Pool? Warum nicht? Ja, ja, warum nicht? Du, Paps, hast du heute schon was vor? Ja, eigentlich nicht, aber... Ah, prima. Dann sei doch so nett und mähe den Rasen. Dann hol ich die Verena vom Flughafen ab. Ja, wie wär's denn, wenn ich die Verena vom Flughafen abhole und du mähst den Rasen? Danke, Paps. Und wenn die Frau Weinfurtner kommt, dann gibst dir bitte das Paket. Und am Vormittag bleibst du daheim, weil da erwarte ich einen Nachnamen. Ach so, ja. Hm? Danke. Bitte. Ja, und schau auf dich und mähne gerade in der Mittagssitze. Wir brauchen dich nämlich noch ein bisschen. Ciao. Zum Rasenmähen. Ach,
Tag. So, einmal Schinken, einmal Kaffee. Grüß Gott. Guten Tag. Bitte. Was zum Trinken? Ja, eine Weißweinschorle, bitte. Jawohl. Einmal Weißweinschorle. Ja, danke. Zum Wohl. Sagen Sie, dieses Zigeunerschnitzel, ist das vom Kalb? Meinen Sie vom Zigeuner? Nein, es hätte ja auch vom Schwein sein können. Dann hätte da stehen Schweineschnitzel, Zigeunerart. Wollen immer, dass man das macht, wozu Sie Lust haben. Einkaufen fahren. Genau. Und abends pünktlich zu Hause sein. Hast du ein Zuhause? Doch, da oben im Schrebergarten. Und eine Frau? Ja, ab und zu. Na, meistens nicht mehr jetzt. Ja, wird dir da nicht langweilig? Mir? Nie. Ich hab ja jemand bei mir. Wen denn? Mich. Willst du noch eine Gummibärle? Aber nur eins, ich hab nur noch drei. Mein Papa hat nie Gummibärchen in der Tasche. Ja, weißt du. Das beult die Anzüge aus. Gibt es viele Fische? Ach ja. Voriges Jahr sind fast alle verreckt. Da hat dann ein paar Kanister Rohöl reingekippt. Und dann sind sie zu Hunderten rumgeschwommen mit den weißen Beichen nach oben. Können nichts dafür, die armen Viecher. Du bringst sie doch auch um. Ich? Ja. Bei mir weiß doch sowieso keiner mehr an. Ja, aber wenn mal einer anbeißt. Ja, wen? Wen denn? Dann ist das ganz was anderes. Dann ist es Sport, so wie der Fliegerei. Ja, aber ich bring keine Fische um. Ich muss jetzt los. Ich hab noch ein Butterbrot dabei, wenn du willst. Danke, ist ganz nett von dir. Aber meine Mama erzählt's meinem Papa und der haut mir die Hucke voll. Du kennst ja meinen Papa nicht. Den kenne ich freilich nicht. Na gut, fang was Schönes. Tschüss. Ja, ja, wenn's wieder mal regnet, dann fange ich schon was. Kommst du heute Nachmittag noch mal vorbei? Nee, tschüss. Kannst du das Flugzeug noch einmal fliegen lassen? Nee. Was redst du denn heute so geschwind daher? Ich? Ach, das kommt in. Mein, das tut dir nur so vorgekommen. Bist du krank? Ich? Warum? Weil du der Pfeife nicht rauchst. Ach so. Ja, ja. Später. Entschuldigen Sie mich. Pardon. Entschuldige bitte. Entschuldigung, kann ich behilflich sein? Hä?
kann ich helfen? Ja, Freile. Was ist mit dem halt los? Das habe ich ausgewechselt. Aha. Knoblich. Das muss man sagen. Wirklich knoblich. Ja. Morgen, Paps. Guten Morgen. Fällt da was? Mein Morgenkuss. Ach so, ja. Sag mal, du bist ja schon fertig angezogen, hast wieder dasselbe an wie gestern, also sowas. Ja, warum nicht? Tja, wenn du meinst. Ja, ich meine. Komisch, was hat er denn? Yes. Guten Morgen. Guten Morgen. Schon angezogen? Und? Heute nicht? Was? Na, Tischdecken. Was? Das lässt du dir doch sonst nie nehmen. Ach so, ja. Nein, heute morgen nicht. Morgen. Ja, nur nicht. Morgen, Opa. Guten Morgen. Geht's dir? Gut, schon ist das. Ja, du auch. Nur ein Busse. Verena, das reicht jetzt. Opa, noch nichts fürs Frühstück gedeckt? Nein, ich mag nicht. Also los, Papa, jetzt deck schon den Tisch. Ja, komm. Wir wollen jetzt endlich frühstücken. Nein, ich mag nicht, habe ich gesagt. Und wenn ich nicht mag, dann mag ich nicht. So, jetzt haben wir es gleich. Tja, was? Dass du grantiges Mannsbild einfach hergehst und mir den Traktor reparierst. Ja, kann sein. Tja, was ist denn das? Ich den haben die Leute, wenn sie es vergessen haben. Also, erstens Brille. Das ist die schwarze Katze. Die heißt Cleopatra, hörst du? Ja, brave Katze. Eine brave Kätzchen. Ja, fein. Ja, das ist die Kirche. Und jetzt rechts, geradeaus, das muss ein Schlafzimmer sein. Ja, da bin ich verkehrt. Paps, wo kommst du denn her? Ich komme von einem Ausflug vom Wahlberg. Bist du vielleicht betrunken? Ich? Also das sind ja ganz neue Sachen. Erst mähst du den Rasen nicht und dann kommst du mitten in der Nacht vom Wahlberg. Was geht denn das euch an? Ich komme, wann ich komme, und wenn ich den Rasen nicht mähen will, dann mähe ich ihn nicht. Hast mich. Und wenn ich ins Bett gehen will, dann gehe ich ins Bett. Aber ein sauberes Mädel bist schon. Respekt. Mit Holz vor der Hütte. Blitzsauber. Ich gratuliere, wenn du mein Sohn bist. Gute Nacht. Morgen früh muss er zum Psychiater, zu Dr. Adler. Geh. Okay. Und wenn das nichts hilft,
müssen wir ihn unter Kuratel stellen. Meinen Vater, spinnst du? Hast du nicht gesehen, wie der mich angeschaut hat? Doch. Ja, du bist ein braver Hund. Jetzt ist ja noch gekonnt. Shampoos schon eher. Aber eigentlich bin ich ein Biertrinker, verstehst du? Bier. Mag ich gar nicht, aber wenn es sein muss. Er hat den nur einen Druck. Und wir tauschen, du hast das schon aushalten. Und Pfeifen nicht vergessen, gell? Ach so, ja. Naja, kannst du ja kalt rauchen. Das gewinnst du schon. Naja. Jetzt pass auf, jetzt schreibe mal auf, was meine Leibspeisen sind und was ich nicht mag. Also Rinderbraten mag ich. Rinderbraten. Schweinsbraten ist mir lieber. Schweinsbraten, ja. Den mag ich nicht. Mensch, Franz, du musst ja mit dem Auto vorfahren. Wieso? Ach so, ja. Kannst du Auto fahren? Ja, schon. Aha. Naja, ich hab ja Vollkasko. Ja, kannst du überhaupt Radl fahren? Hm, selbstredend. Und hier ist mein Hausschlüssel. Das ist ein Zentralschlüssel, sperrt alle Türen. Mhm. Ja. Alle Türen. Und mein Schlüssel liegt unterm Stein, gleich rechts neben der Tür. Ah ja, das ist der sicherste Platz, gell? Ja, bei uns schon. Und wie gesagt, sofort im Schlafzimmer verschwinden, da kann nichts passieren. Die Schuhe. Mein Hut. Punkt 2 wieder da, Franz. Ja, ist recht, Walter. Ja. Halt, halt, die Brille. Ach so, ist recht. Ah, die setze ich später auf. Nicht vergessen. Also. Licht! Licht! Dass bloß gut geht. Nein, ist schon egal. Mal lieber. Stimmt. Eigentlich soll ich ja die Fahrräder putzen. Dreck ist gut gegen Rost. Ja. Mama wird meckern. Wegen dem Einkaufen. Und wegen dem Dreck. Ach, lass sie. Weiber meckern so und so. Wo ist denn da der Unterschied? Ja. Ach ja. Weiber sind schon recht, weißt du. Wenn der Mensch alleine ist. Macht auch verdammt viel Spaß. Da wirst du noch dahinter kommen später. Spaß? Ja, verdammt viel Spaß. Mein lieber Freund, da könnte ich. Es war ja nicht immer so. Am Ende soll der Mensch immer nur das tun, wozu er Lust hat. Das begreifen sie nicht. Wollen immer, dass man das macht, wozu sie Lust haben. Einkaufen fahren. Genau. Und abends pünktlich zu Hause sein. Hast du ein Zuhause? Doch, da oben im Schrebergarten. Und eine Frau? Ja, ab und zu. Na, meistens nicht mehr jetzt. Ja, wird dir da nicht langweilig? Mir? Nie. Ich hab ja jemand bei mir. Wen denn? Mich. Willst du noch eine Gummibärle? Aber nur eins, ich hab nur noch drei. Mein Papa hat nie Gummibärchen in der Tasche. Ja, weißt du, das beult die Anzüge aus. Gibt es viele Fische? Ach ja,
Vor ich sah, sind fast alle verreckt, hat dann ein paar Kanister Rohöl reingekippt. Und dann sind sie zu Hunderten rumgeschwommen mit den weißen Beinen nach oben. Können nichts dafür, die armen Viecher. Du bringst sie doch auch um. Ich? Ja. Bei mir weiß doch sowieso keiner mehr an. Ja, aber wenn mal einer anbeißt. Ja, wen, dann ist das ganz was anderes. Dann ist es Sport, so wie der Fliegerei. Ja, aber ich bring keine Fische um. Ich muss jetzt los. Ich hab noch ein Butterbrot dabei, wenn du willst. Danke, ist ganz nett von dir. Aber meine Mama erzählt's meinem Papa und der haut mir die Hucke voll. Du kennst ja meinen Papa nicht. Den kenne ich freilich nicht. Na gut, fang was Schönes. Tschüss. Ja, ja, wenn's wieder mal regnet, dann fange ich schon was. Kommst du heute Nachmittag noch mal vorbei? Nee, tschüss. Kannst du das Flugzeug noch einmal fliegen lassen? Nee. Die Tochter ist eine egoistische Person und stinkfaul dazu. Leider habe ich immer nachgegeben. Da bin ich anders. Ich lasse mir nichts gefallen, aber schon gar nichts. Ja, ich habe Angst vor dem Alleinsein. Drum lebe ich mit ihm in einem Haus. Ja, ja, ich verstehe dich schon, Walter. Aber Schneid darfst du nicht abkaufen lassen von den Jungen, sonst tanzen sie auf der Nase rum. Du hast vollkommen recht, Franz. Deswegen bin ich ja heute hier aufgefahren. Gerade extra, damit sich meine Schwiegertochter recht ärgert. Die müssen einmal bei mir sein. Hätte ich nichts zum Lachen, das darfst du mir glauben. Wollen wir tauschen? Ha? Du fährst als Walter Herzog nach Tegernsee. Und du als Leitner Franz in meinem Austrag Heisland nach Greit? Ja. Das war der Gaudi, da darf meine Schwester schauen. Du, ich meine das im Ernst. Ja, aber Gaudi war es trotzdem. Meinst du? Sollen wir? Schreib auf. Wein mag ich gar nicht. Shampoos schon eher. Aber eigentlich bin ich ein Biertrinker, verstehst du? Bier? Mag ich gar nicht, aber wenn es sein muss. Ja, den einen Tag, wo wir tauschen, wirst du das schon aushalten. Und Pfeifen nicht vergessen, gell? Ach so, ja. Na ja, kannst du ja kalt rauchen. Das gewinnst du schon. Na ja. Jetzt pass auf, jetzt schreibe mal auf, was meine Leibspeisen sind und was ich nicht mag. Also Rinderbraten mag ich. Rinderbraten. Schweinsbraten ist mir lieber. Schweinsbraten, ja. Den mag ich nicht. Mensch, Franz, du musst ja mit dem Auto vorfahren. Wieso? Ach so, ja. Kannst du Auto fahren? Ja, schon. Aha. Naja, ich hab ja Vollkasko. Ja, kannst du überhaupt Radl fahren? Mhm, selbstredend. Und hier ist mein Hausschlüssel. Das ist ein Zentralschlüssel, sperrt alle Türen. Mhm. Ja. Alle Türen. Und mein Schlüssel liegt unterm Stein, gleich rechts neben der Tür. Ah ja, das ist der sicherste Platz, gell? Ja, bei uns schon. Wie gesagt, sofort im Schlafzimmer verschwinden, da kann nichts passieren. Die Schuhe. Mein Hut. Wo ist denn dem Flieger her? Gehört mein Papa. Aber ich flieg viel besser. Er stürzt immer ab. Ach was? Wenn ihn Krach macht, das Ding. Ja, hat ganz schön Power, wa? Was? Na was, und gefährlich ist das Ding doch auch. Nee, wenn man's kann. Und du meinst, du kannst das? Ja, klar. Ich hab direkt Angst gehabt. Warum? Na, vom Krieg her noch. Wieso? Ja, das begreifst du freilich nicht.
Hast denn du keine Schule nicht? Wie bitte? Musst du nicht in die Schule gehen? Nee, sind doch Ferien. Was machst du denn eigentlich? Zick's doch. Ja, Frau Forellen oder Barsche? Beißen beide nicht. Nee? Wenn Regen käme, vielleicht. Und warum sitzt du dann hier? Ich such was. Hier? Mit der Angel? Was suchst du denn? Meine Ruhe. Hey, du vertreibst mir ja den ganzen Fisch. Ich denke, sie beißen sowieso nicht an. Vielleicht überlegt sich's einmal einer. Im Leben weiß man das nie so genau. Wie lange sitzt er denn schon hier? Seit 6 Uhr. Das sind ja fast 3, 4, 5 Stunden. Mhm. Leicht. Hast du auch Ferien? Immer. Mein Opa auch. Na, also 6. Aber so alt wie der bist du doch noch gar nicht. Alt genug? Moment. So ein Luder. Frisst man den besten Wurm weg und haut wieder ab. Ich habe nur noch 2 Wochen Ferien. Und? Hast du trotzdem nichts zu tun? Einkaufen fahren soll ich. Ja und? Keine Lust? Nee. Ja, ja. Ferien hat man nicht.